Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Elden Ring. Der gute Fürst Rykard hat meinen geballten Zorn zu spüren bekommen und somit kann ich meine feuchtfröhliche Reise fortsetzen. Leider muss ich aber nochmal hoch zum ketzerischen Turm das Rätsel lösen, plant also ein paar Minütchen dafür ein. Ich glaube, dann lasse ich das andere Kartenstück doch erstmal da drüben liegen. Das wird sonst ein Hin- und Hergespringer. Kläre ich das Gebiet doch erstmal ab. Ja, was könnte es da mit dem Schnee auf sich haben? Diesmal keine Gegner suchen und umhauen. Aber wie komme ich da rein? Großes Fragezeichen. Ja, sagt mal, kommt ihr immer wieder? Kann ich mir da jedes Mal die Runen abgreifen? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Och, Engel! Wer wollte da gerade ein paar Schläge haben? Du? Wer lieb fragt, wird bedient. Ja, so bin ich halt. Okay, dann. Goldene Rune 12. Oder hatte ich den beim letzten Mal vergessen? Könnte natürlich auch sein. Tja, an den war ich nicht dran gekommen. Wie sieht's denn da mit dem Bogen aus? Irgendeinen davon kann ich doch benutzen. Hier, Erdenbaumbogen. Schießen wir mal damit. Na, funktioniert doch. Warum schwer machen, wenn's auch einfach geht? Schwert wieder rein und dann ist alles wieder fein. Jetzt zum Turm. Ja, ihr standet ja auch noch da. Da war ja was. Was hat man denn da noch für mich platziert? Darf ich mal? Wer geht mir jetzt noch hier auf die Ketten? Hier hat es doch auch geklappert beim letzten Mal. Jawohl. Nummer 1. Nummer 2. Komm schon, ich höre dich doch. Also, wenn mir der Schnee irgendetwas enthüllen soll, dann müssten mal ein paar Flocken fallen. Sonst wird's ja nichts. Oder muss ich nochmal? Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Ja. Soll ich jetzt einen Tanz aufführen? Könnt ihr vergessen. Oh, kein Bock jetzt nochmal zurück zum Ort zu gehen. Ach, jetzt kommt Schnee. Ein wenig. Ob's das bringt.
Ja, wieso? Moment. Geh doch mal zurück. Ja, raus. Läufst du? Na endlich. Warum so viele Blutflecken da drüben? Äußerst verdächtig. Och, Nervbolzen. Wo ist eigentlich mein Schwert? Komme ich da drum herum? So nicht. Jetzt sagt mir nicht, da gibt's eine unsichtbare Brücke von ganz da drüben, vom eisigen See. Ach, da ist zwar alles wieder da, aber wenn's denn funktioniert. Müsste ich einmal hier hoch? Reicht das schon? Nein. Bei weitem nicht. Ach, zu euch komme ich auch noch. Dann später in aller Ruhe. Jetzt ist mir das zu hektisch. Ja. Huhuhu. Haben wir da was? Was ich mal so vor mich werfen könnte. Sollte doch klappen. Eigentlich. Ach gut. Ja. Weiter geht's. Oh, elegant. Da bin ich doch drin. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hätte man mir auch mal sagen können. Dass hier noch ein paar von euch rumlungern. Und überhaupt, wie sieht's mit Licht aus? Eigentlich erstmal nach oben. Ja gut, komm. Raus muss ich dann sowieso wieder. Und daher. Ich mache mir doch keine doppelte Arbeit. Au, 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 au.
Tja, ich würde sagen, da hat in dem Fall nicht der Schnee das Geheimnis enthüllt. Da war's das Blut. Hallöchen. Was Brauchbares für meine Verhältnisse? Oder wieder ein Zauber? Na, Sternregen. Bestimmt nicht schlecht für die, die es gebrauchen können. Na dann, Abfahrt. Unten noch feucht durchwischen und dann raus hier aus dem Türmchen. Traut euch, traut euch. Da war doch noch ein Innenhof. Oder bin ich doof? Muss ich doch von ganz oben rein hüpfen? Über Dach und Co. Aber wie komme ich dann wieder raus? Haha, teleportieren. Schnellreise. Das muss ich noch überprüfen. Tut mir leid. Es ist nun mal, wie es ist. Könnte aber auch zu tief sein. Ach nee. Quatsch, da konnte ich doch drunter durchlaufen. Ja, okay, hab's kapiert. Also wieder runter. Ich bin halt etwas schwer von Begriff. Muss man mit klarkommen. Und dennoch, Rätsel gelöst. Weiter durch die Trümmer. Stock und Stein umdrehen. Und dann in Richtung Süden vordringen. So der Plan. Wir brauchen ja wieder die nervigen Köder. Ja, genau von euch rede ich. Die fletschen die Zähne. Den Mund zu, es riecht. Oh, was hat er gefressen? Einmal den Blick schweifen lassen. Da liegt nichts mehr dazwischen. Vielen Dank auch für nichts. Dich brauche ich nicht, aber du nervst.
doofe Frage. Wieso habe ich den beim letzten Mal nicht einfach mitgenommen hier? Dran vorbeigeritten. Oh. Wie schaut's mit Runen aus? 61.000. Da fehlt noch. Gebt ihr die mir? So. Eins, zwei, drei, vier, viele. Alles Schwachmaten. Kleiner Trickser, du. Ich muss man wohl mal den Hintern versohlen. Einer tut's, dann mach ich's. Ja, mit seinen kleinen Spielzeughämmerchen da. Und was wolltest du jetzt erreichen? Nehmen wir mal dich. Und nehmen wir mal dich. Auf Wiedertschüss. Wenn du mir was rüberschickst, muss ich das natürlich erwidern. Wäre ja sonst äußerst unhöflich. Ja. Lass mal. Das einfach so schön. Bam. Och, du Hund. Bin doch nicht so schnell. Schwertschlüssel. Bleib hier. Nein, meine Beute. Oh. Tränen kullern mir über die Wange. Fürchterlich. Tja, guckst du blöd. Lauf doch noch genau rein. Ach, wer bist du denn? Na, wo steckt das Käferlein? Kommt noch. Extra für dich. Feuermönch, Beinschutz. Glaub, davon habe ich auch schon ein paar. Ich wollte ja generell mal das Inventar säubern. Nehme ich mir mal für die nächsten Folgen vor. Alles raus, was nicht notwendigerweise da drin sein muss. Oh.
hört es wieder auf. Ach, da klebt er. Ach so, bräuchte er auch wieder. Tü. Sollte reichen. Kriegsascher, Ansturm des Prälaten. Was sagt die Karte? Komm ich da in die Hütte? Auch noch rein? Beziehungsweise hier noch was versteckt? Soll man das schaffen? Hier drauf. Ach so. Ah. Auf wieder Tschüss. Ach, da war das Tor auch offen. Ups. Augen auf, sag ich da nur. Flammenwächter. Wie er nichts kann. Leider. Oh. Kriegt mir doch meine Ratte zwischen den Beinen rum. So, da habe ich eine Leiter, die nach oben geht. Da noch was drunter versteckt. Könnte ja sein. Aber nein. Dann. Gut, geht noch höher. Das war noch nicht alles. Och, hat er mich doch getroffen. Och. Da kann ja doch was. Ich entschuldige mich für meine vorherige Aussage. Was war da jetzt? Achso, Nachricht. Zwei Dofer, ein Gedanke. Mehr sage ich nicht. Miedestein 7. Noch was? Komme ich darüber? Reiten? Darf ich nicht? Eher uninteressant. Auf der anderen Seite da drüben. Über Mauer hüpfen und... Ah! Und wo komme ich da drüber? Zu tief! Das müssen wir wohl noch mal üben. Und hopp.
Das bringt jetzt was? Verstehe. Mach Sitz! Mach Sitz! Sagte ich. Oh! Wer bist du denn? Lass mich mal! Junge! Erschreck mich doch nicht so! Ach, wieder kein Saft in der Leitung! Gibt's vor die Mütze. Und noch einen dicken. Gute Nacht. Schlaf gut. Einäugiger Schild. Da war ich. Noch höher? Ich bin dabei. Wenn es was Schönes gibt. Und wir haben Gebetbuch des Riesen. Gut, gut. Na komm, nimm die Leiter. Keine Lust, dass dann alle wieder da sind. Hier geht's runter. So, tue ich mir da weh. Könnte wehtun, ja. Komme ich aber auch nicht mehr hoch. Na, versuchen wir es mal, oder? Da so drauf. Ja. Funktioniert doch. Und weiter Richtung Süden. Richtung stimmt. Ah, kenne ich schon. Da sind wir wieder da, wo es das Kartenstück für mich gab. Ja, und von hier ab. Und von hier aus können wir dann beim nächsten Mal auch direkt weitermachen. Für heute soll es das aber gewesen sein. Und somit sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.